recht kurzfristig hat uns noch eine spielbare Version von World Rally Championship to Extreme erreicht. Diese war zwar noch etwas buggy, so fehlte beispielsweise das Schadensmodell und auch der Multiplayer-Modus war fehlerhaft. Wir haben das Teil trotzdem auf die DVD gepresst, damit ihr ungefähr sehen könnt, was euch erwartet. Sony ist im Besitz der offiziellen FIA-Lizenz und will diese nutzen, um die zahlreichen Strecken so authentisch wie möglich zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde sogar Satellitenmaterial ausgewertet. Im Gegensatz zu Colin ist WRC 2 übrigens keine richtige Simulation. Die Steuerung ist zwar nicht anspruchslos, aber bedeutend gutmütiger als beim Konkurrenten von Codemasters. Teilweise ist die Sony Rally grafisch beeindruckend, andere Effekte, wie hier den Schnee, haben wir schon besser gesehen. Wenn alle versprochenen Features in die Endversion, die im vierten Quartal exklusiv für die PlayStation 2 erscheint, eingebaut werden, dann erwartet uns mit WRC 2 zwar ein Hit, Rallye-Puristen werden aber wohl eher bei Colin 3 zuschlagen.